Okay, dann herzlich willkommen zum ESP-Tutorium am 18.11. Wir haben heute Aufgabenblatt 6 mittlerweile vor uns. Und genau, das die erste Aufgabe. Da geht es darum, sich mal anzuschauen, was ist eigentlich ein zyklisch einschrittiger Binärcode? Wie können wir dafür einen Code entwickeln? Und naja, dann nochmal eine Frage darüber, eine theoretische. Wir machen das Ganze mal etwas kleiner. Wir haben irgendwie 6 Elemente, die kodiert werden sollen. Und auch hier gilt es ähnlich darum, wir wollen was zyklisch Einschrittiges haben. Wer kann mir denn jetzt überhaupt sagen, was bedeutet, dass ein Code zyklisch einschrittig ist? Genau, also die Einschrittigkeit heißt, es ändert sich von einem Codewort zum nächsten immer nur ein Symbol. Das heißt, wenn ich irgendwie was habe wie Codewort 00, 01, 11, 10, dann wäre das zyklisch einschrittig, weil sich immer genau eine Stelle ändert. Das heißt, vom ersten zum zweiten die 1 hier, vom zweiten zum dritten die vordere 1. Und vom dritten zum vierten die hintere 1. Wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, dass zum Beispiel reines binäres Durchzählen nicht einschrittig ist, weil 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dann haben wir zwar zwischen dem ersten und dem zweiten eine Einschrittigkeit und zwischen dem dritten und dem vierten, aber hier zwischen dem zweiten und dem dritten Codewort, da ändern sich beide Stellen, also in dem Fall zwei Stellen. Das wäre dann. Ja, der hat dann an der Stelle eine Zweischrittigkeit. Genau, und das Zweite ist, das ist auch richtig die Anmerkung, wir gucken auch nochmal auf, wie sieht das aus von dem vierten zum ersten Codewort. Also erstmal das Grundsätzliche von einem Codewort zum nächsten durchzugehen, das ist erstmal nur, da geht es darum, ist es einschrittig oder nicht. Oder prinzipiell können wir auch einen zweischrittigen Code haben, wenn sich immer zwei Stellen ändern von einem Wort zum nächsten. Das nächste, was es gibt, ist nämlich die Frage, ist das Ganze zyklisch, ist das Ganze auch noch zyklisch? Das heißt, vom letzten Codewort zum ersten Codewort muss diese Schrittigkeit auch gelten. In dem Fall hier also die Einschrittigkeit. Wir sehen beim oberen Beispiel von 1 zu 0, von 1, 0 zu 0, 0, da ändert sich die vordere 1. Das heißt, auch hier ist die Einschrittigkeit gegeben. Und wenn wir. Ja, und ich mache den zweiten mal kürzer. So, 0, 0, 1, 1. Könnte ich behaupten, das wäre ja ein schöner zweischrittiger Code. Zweischrittigkeit erstmal richtig, aber es ist kein zyklisch zweischrittiger, weil. Nee, vergesst, was ich gesagt habe. Blödes Beispiel. Wenn man mal eben ein Beispiel konstruieren will. Na egal, wir kommen irgendwie noch da drauf. Also wenn ich irgendwie hier ganz viele Codewörter habe, irgendwie, was auch immer, vierstelligen, so, vierstelligen und mein letztes Codewort ist 1, 1, 1, 1 beispielsweise und ich behaupte, der ist die ganze Zeit zyklisch zweischrittig, dann könnt ihr mir direkt sagen, naja, also zweischrittig mag er sein, wissen wir nicht, was dazwischen ist, aber er ist definitiv nicht zyklisch zweischrittig. Weil jetzt vom letzten Wort zum ersten ist das, wäre das eine Vierschrittigkeit. Und ja, das ist auch ein gutes Beispiel, danke. Genau, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nochmal wieder etwas kleiner. Das ist einschrittig. Immer ein Schritt von einem zum nächsten. Aber es ist nicht zyklisch, weil vom letzten zum ersten ist es zwei Schritte. Gut. Jetzt gibt es ein Verfahren, wie man das Ganze machen kann. Das haben wir in der Vorlesung kennengelernt. Zumindest hoffe ich, dass ihr das kennengelernt habt. Wer erinnert sich denn noch, wie das funktionierte? Womit fange ich an? Das waren ja mehrere Schritte, ne, in dem Ganzen wieder. Gibt ein Verfahren, um entsprechend
zyklisch einschrittige Binärcodes zu generieren, beliebiger Länge. Okay, ist wohl nicht so hängen geblieben. Na gut, also dann helfe ich euch mal weiter. An der Stelle, wir haben unseren Start. Und da fangen wir immer an mit 0 und 1. So, was machen wir dann, wenn wir 0 und 1 haben? Rekursion wird hier gesagt. Ja, also im Endeffekt, genau, es geht jetzt hier darum, dass wir immer wieder den gleichen Schritt wiederholen, auch das, was wir schon hatten. Deswegen ist das ja auch, wird das als rekursives Verfahren bezeichnet. Also wir machen als erstes okay, kleinen Moment, jetzt habe ich irgendwo die Auflösung geändert. Das ist natürlich ganz super. Da waren wir. Nee, das war so nicht. Das war so nicht. Ach, dann muss uns das jetzt reichen. So. So, was wollte ich sagen? Wir machen als erstes, wir packen eine führende 0 vor alle vorhandenen Codewörter. Und genau eine 1 dann vor alle Codewörter in einer bestimmten Reihenfolge. Nämlich da müssen wir aufpassen, weil es in umgekehrter Reihenfolge ist. Also, erstens führende 0 vor alle vorhandenen Codewörter. Ja, führende 0 ist einfach. Ich hatte eine 0, ich packe eine 0 davor, kommt 0, 0. Ich hatte eine 1, ich komme mit einer 0 davor, komme ich auch 0, 1. Da ist die Nachfrage nach einer Tabelle. Naja, das Verfahren ergibt immer die gleichen Codes. Also im Endeffekt, da wird es sicherlich eine Tabelle geben, wo man das theoretisch raus ablesen könnte, welchen Code ich genau jetzt rausnehme. Aber ihr solltet in der Aufgabe das tatsächlich einmal durchführen, dass man das Verfahren einmal angewandt hat, wie man da hinkommt. Und wenn die Tabelle nur bis beispielsweise 10-Bit-Länge geben würde, dann hättet ihr die Möglichkeit, weil ihr das Verfahren kennt und ihr braucht plötzlich 12-Bit-Länge, mich bitte jetzt gerade nicht wofür, dann könntet ihr das Verfahren halt weiterführen. Und wenn die Tabelle halt nur bis 10 Bit geht, dann werdet ihr halt aufgeschmissen, wenn ihr nur die Tabelle kennt. Umgekehrte Reihenfolge, das heißt, ich habe zuerst die 1, da eine 1 davor und dann habe ich die 0, da eine 1 davor. Das beides packe ich zusammen, das ist quasi der erste Schritt von meinen Codes, die ich erstellt habe. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Und wir sehen, dass durch dieses mit umgekehrter Reihenfolge wir hier auch schön das Problem zwischen zweiter und dritter Stelle umgangen haben, dass wir hier die Einschrittigkeit weiterhin behalten. Okay, jetzt rekursiv das Ganze nochmal. Das heißt, ich mache als zweites wieder genau das gleiche wie bei 1a. Und was wird da jetzt für Codewörter rauskommen? Achtung, überlegt euch gut, worauf das angewandt werden muss. Eine führende 0 vor alle vorhandenen Codewörter.
Okay, genau. Ich sehe jetzt hier schon ein paar richtige Antworten im Chat. Genau, also wir nehmen jetzt die vier Codewörter, die wir eben in der ersten Runde entwickelt haben. Und mit denen geht es dann weiter. Und da setzen wir jetzt jeweils eine 0 davor. Das heißt, wir haben dreimal die 0, wir haben 001, wir haben 011 und wir haben 010. Jetzt bin ich gespannt, was ist denn mit 2b? Führende 1 vor alle Codewörter in umgekehrter Reihenfolge. Wer kann mir da die richtigen Codewörter in richtiger Reihenfolge nennen? Ja, genau. Ich glaube, im Chat, da merkt ihr gerade schon, ne? Da war was. Umgekehrte Reihenfolge, da gut drauf aufpassen. Also, das heißt, ich fange hier an mit dem letzten Codewort und setze da als erstes eine 1 davor. Das heißt, 110 ist das erste. Dann nehme ich das zweite von hinten, das ist die 11, setze da eine 1 davor, ist dreimal die 1. Dann hatte ich eine 01, macht 101. Und ganz am Anfang 00, kommt raus, wird 100. Wenn ich das Ganze dann nehme, habe ich insgesamt einen Code. So, vorne erstmal wieder den ersten Teil. Dann das aus Teil B. Habe mittlerweile 8 Codewörter. Ja, und nun? Wie geht's weiter? Was meint ihr? Irgendwelche Ideen, Vorschläge, Gedanken oder auch Fragen? Genau, die wichtige Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, haben wir genug Codewörter für die Anzahl Elemente, die wir unterbringen wollen? In der Hausaufgabe sollt ihr 26 Buchstaben vom Alphabet unterbringen. Da würde uns das noch nicht reichen. Das heißt, für die Hausaufgabe müssten wir weiter durchgehen, müssten nochmal den A-Schritt wiederholen und müssten dann den B-Schritt wiederholen oder den A-Teil und den B-Teil von den einzelnen Schritten und noch mehr Codewörter aufbauen. Aber wir haben genug, weil wir wollen ja nur 6 Elemente unterbringen, haben 8 Codewörter. Und genau auch hier, wenn wir jetzt einfach die letzten beiden wegnehmen, dann hätten wir vom letzten zum ersten 3 Schritte. Das heißt, es wäre kein zyklisch einschrittiger Code mehr. Das heißt, das können wir nicht einfach nehmen. Aber vielleicht sieht irgendwer anders Möglichkeiten. Also erstmal, wir haben zu viele Codewörter. Das kann passieren. Nicht immer kommt das genau auf. Und wir können, ja, genau, das können wir machen. Wir können zum Beispiel das erste und das letzte weglassen. Also wir müssen geschickt einen Teil auswählen. Und der eine Vorschlag eben erst und das letzte weglassen, das geht. Dann haben wir von 101 den Schritt auf 001. Das wäre okay. Was gab es noch für einen Vorschlag? Das vorletzte und das zweite weglassen. Achtung, dann haben wir Zweischrittigkeit hier, wenn wir das weglassen. Wenn wir das zweite schon allein weglassen, dann haben wir hier zwischen Zweischrittigkeit. Das geht dann auch nicht. So, hat das Verfahren einen Namen? Gute Frage. Es ist das Verfahren zur Entwicklung eines zyklisch einschrittigen Binärcodes. Ich weiß da jetzt gerade keinen Namen. Will nicht ausschließen, dass es einen gibt. Bestimmt gibt es einen. Gibt für alles Namen. Und die Frage, warum wir zu viele haben? Naja, wir haben 8 Codewörter und wir wollen aber nur 6 Elemente unterbringen. Also, keine Ahnung, angenommen, wir wollen die ersten 6 Buchstaben unterbringen. So. Genau, was ich euch als Tipp mitgeben kann für dieses Auswählen eines Teiles. Meistens lohnt es sich, entweder von den Außenseiten zu nehmen,
Also wenn wir zum Beispiel die beiden in der Mitte weglassen, wie hier auch nochmal richtig angemerkt wurde, dann haben wir von 011 zu 111 in der Mitte den Schritt. Ja, das heißt, wir würden von links und rechts von außen die Codewörter nehmen und in der Mitte das weglassen, was wir nicht brauchen. Oder wir lassen von außen links und rechts gleich viele weg und nehmen nur das in der Mitte. Das ist so ein kleiner Tipp, weil ihr jetzt hier im Tutorium seid. Damit macht ihr euch das Leben einfacher. Das funktioniert dann eigentlich immer. So, und jetzt kommt natürlich die Frage hier, wie ist das, wenn wir eine ungerade Anzahl von Codes haben wollen? Ja, woher kommt die Frage wohl? Na gut, weil ihr euch natürlich die Hausaufgabe angeguckt habt und euch jetzt sagt, ja, wenn ich jetzt das Leerzeichen mitkodieren soll, dann habe ich nicht mehr 26 Buchstaben, dann habe ich 26 Buchstaben und ein Leerzeichen, also 27 Zeichen. Ja, was ich euch dazu sagen kann, ist, ihr seht ja gerade, wenn wir irgendwo was wegnehmen, also ich habe hier einen schönen, ne, gehen wir zum kleinsten Beispiel, zweistellige Codes, wenn ich hier irgendeinen wegnehme und nur auf 3 runter wollen würde, dann komme ich immer auf eine Zweischrittigkeit zwischen den anderen. Also immer wenn ich das, egal was ich hier wegnehme, das hier, die 011, die 01 oder ob ich die 00 wegnehme, ich habe zwischen dem ersten und dem letzten dann immer eine Zweischrittigkeit. Ja. Könnt ihr euch auch einfach mal überlegen, was passiert denn eigentlich denn immer, wenn ich denn einschrittig vorgehe? Und was bedeutet das? Das bedeutet ja, dass ich, wenn ich mir die Gesamtzahl angucke, von, ja, ich sag mal, Einsen, dann wird es einmal quasi eine ungerade Anzahl Einsen und dann eine gerade Anzahl Einsen. Und wenn ich dann da was wegnehme, dann habe ich plötzlich einen Schritt von einer geraden Anzahl Einsen auf eine gerade Anzahl Einsen. Das funktioniert irgendwie nicht. Also insofern schon richtig erkannt, dass das vielleicht ein bisschen schwierig ist, wenn ihr dann Leerzeichen mit reinbringen sollt. Oder nicht möglich. Aha, okay, ich sehe hier schon, ich höre hier schon Vorschläge. Okay, doppelt kodieren. Also ja, ihr könntet euch natürlich noch weitere Gedanken überlegen. Das finde ich auch total super, wie man das vielleicht machen kann, wenn man jetzt nicht nur ein Leerzeichen da reinbringt, mit als ein einzelnes kodiert. Es stimmt schon, man kann natürlich überlegen, wie man dann Codewörter dann ausnutzt, aber dann hat man halt nicht 27 Codewörter, sondern vielleicht 28. So, jetzt war noch mal eine Frage zu Schritt 1b. Genau, also führende 1 vor alle Codewörter in umgekehrter Reihenfolge. Genau, das ist das, wo man eben aufpassen muss, dass man die Codewörter, die man hat aus dem Vorschritt, also entweder vom Start oder von eben dem, keine Ahnung, wenn ich in 2 bin, dann halt von Runde 1, dass ich in umgekehrter Reihenfolge durchgehe und die 1 dazu packe. Das heißt, ich habe beim Start 0 und 1 als Codewörter und ich fange dann aber von hinten an. Ich nehme als erstes die 1, die hier, packe eine 1 davor. Dann nehme ich die 0, ne, weil von hinten nach vorne ist die 0 das erste. Das ist die hier und packe die 1 davor. Und das gleiche habe ich ja hier auch gemacht bei den 4 Codewörtern, die wir hatten, da habe ich hier hinten auch mit 1,0 angefangen. Das war die hier. Da die 1 davor gesetzt. Dann von hinten das nächste Element, die 1,1. Das war das. Und auch hier eine 1 davor gesetzt. Und dann immer so weiter. Das hat die Frage hoffentlich dann nochmal erklärt. Gut. Das soll es dann auch zu 6.1 gewesen sein. Wir gucken uns jetzt als nächstes Fano und Huffman-Kodierung an. Mal ein bisschen umschalten. So, nicht wundern, ich bringe da ein bisschen was zusammen mit den Aufgaben 2 und 3. Mal ein bisschen direkt die Vergleiche haben. Also. Erstmal, wir gehen vor mit, wir haben eine Urbildmenge A, B, C und D. Die haben bestimmte Wahrscheinlichkeiten. A hat 0,1, B 0,6, C 0,05 und D 0,25.
Das machen wir bei beiden gleich. Da ist es jetzt egal, ob wir mit Fahne oder Huffman gehen. Dann habt ihr nämlich den direkten Vergleich auch. Die erste Geschichte, die wir uns einmal angucken können, ist, wie berechne ich eigentlich einen mittleren Informationsgehalt oder eine Entropie? Da ist erstmal nämlich wichtig zu wissen, dafür brauche ich noch keine Kodierung, sondern die Entropie, die ergibt sich nur aus den Symbolhäufigkeiten. Das heißt, sobald ich die Symbolhäufigkeiten weiß, kann ich auch die Entropie berechnen für eine Urbildmenge. So, und jetzt gab es dafür eine Formel. Jetzt wird wahrscheinlich, na, ich sag mal, im Chat wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein, das Ganze zu beschreiben. Wenn es irgendwer hinkriegt, wäre natürlich super. Ich glaube, lade ich mal, geht ja nicht. So, also die Formel für den mittleren Informationsgehalt. Und das war dieses H mit einer Summe und noch weiteren Dingen. Und zwar sieht das so aus. Zumindest sobald ich meine. Oh, mein Werkzeugfenster ist weg. Kleinen Moment, irgendwo ist das verschwunden. So, gucken wir uns erstmal an, wie sieht das jetzt überhaupt aus mit dem mittleren Informationsgehalt? Wir haben erstmal den Buchstaben H für die Beschreibung des Ganzen. Und das Ganze ist eine Summe von i gleich 1. Bis n. Das sagt in dem Zusammenhang eigentlich nichts anderes, als dass wir eben über alle Werte gleich gehen werden. Denn die Summe wird gebildet aus den p von ai. P ist ja die Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit von ai. Das a kommt daher, dass diese Urbildmenge nochmal durchnummeriert ist. Und wir im Endeffekt damit halt alle einzelnen A's haben. P von AI mal dem Logarithmus Duales von 1 durch P von AI. Diese Formel wirkt erstmal so ein bisschen vielleicht anstrengend oder so. Die solltet ihr euch aber merken, weil das kann sehr gut sein, dass ihr dazu eine Frage kriegt und insofern, wie gesagt, die auf jeden Fall merken. Es gibt noch eine zweite Schreibweise, es wird immer mal gewechselt. Im Endeffekt ist das Ergebnis das gleiche. Es gibt noch H gleich Minus Summe von und dann ein bisschen ähnlich. Ich glaube, dann war der Bruchstrich weg. Wie gesagt, es gibt da zwei Schreibweisen. So. Gut. Was sagt uns jetzt eigentlich die Entropie in dem Ganzen? Das war eine gute Frage. Haben wir jemand, weiß das jemand? Hat da jemand sich so mit beschäftigt oder aufgepasst in der Vorlesung, was die Entropie uns eigentlich sagen soll?
Ja, okay. Das finde ich schon, find ich einen schönen Begriff. Entfernt ein Maß für Unerwartetheit. Genau, also es misst im Endeffekt, misst es halt auch Zufall. Das definitiv, deswegen sind die Wahrscheinlichkeiten da auch mit drin. So, das ist natürlich eine gute Frage an dem Fall dazu. Wenn wir diesen Symbole kennen, dann gibt es doch nichts Unerwartetes. Ja. Also was man eigentlich daraus halt weiter sich berechnen kann, ist, das tun wir jetzt eher weniger, wenn wir die Entropie kennen oder auch der etwas weniger sperrige Name, vielleicht den mittleren Informationsgehalt, dann hilft es uns mit herauszufinden, wie viele Bits wir brauchen, um Informationen übertragen zu können. Also im Endeffekt lässt sich halt aus der Entropie mit zusammen multipliziert mit der Anzahl Zeichen, die wir übertragen wollen, die Anzahl der Bits ausrechnen, die wir brauchen, um halt Informationen dann mit dem Alphabet übertragen zu können. Das ist dann das, was am Endeffekt dann in der Anwendung dann noch mit dann dazu kommt. Gut, ich glaube, das soll uns an der Stelle auch reichen. Wir kommen nämlich schon wieder ganz weit ab von den Ganzen. Aber die theoretischen Überlegungen sind natürlich auch sehr spannend. So, wir haben die Formel. Also Logarithmus duales, also Logarithmus zur Basis 2. Auch hier gibt es andere Möglichkeiten, wird manchmal anderes geschrieben. Aber wie gesagt, normalerweise halt eben die Formel in dieser Variante. Und jetzt können wir uns eben angucken, wie funktioniert das Ganze. Ich schaue an, ich habe mein Symbol, in dem Fall das A. Ich habe eine Wahrscheinlichkeit dazu. Das heißt, ich kann das Ganze einzeln einsetzen und muss das Ganze dann addieren. Warum addieren? Weil das eine Summe ist. Also dann weiter addieren mit den anderen Symbolen, die ich habe. Das heißt, P von AI, also dem ersten hier, wäre 0,1 mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,1 plus. Nächste ist 0,6 mal Logarithmus duales von 0,6. 1 durch 0,6. Plus 0,05 mal Logarithmus duales von 1 durch 0,05.
Und als letztes mal auch plus 0,25 mal Logarithmus duales von 0,25, 1 durch 0,25. So, das Ganze muss man dann einmal ausrechnen. Wunderbarerweise, netterweise haben wir zu Hause sowas Nettes. Das nennt sich Taschenrechner. Das macht es zumindest zu Hause einfacher. Und jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, um Gottes Willen, was mache ich denn in der Klausur dabei? Weil zu Hause hake ich das Ganze in den Taschenrechner und komme auf 1,49. Die Maßeinheit für die Entropie ist Bit. Ne, wenn ihr euch daran erinnert, dass ich ja eben sagte, wenn wir eine Anzahl Zeichen übertragen wollen, das mit der Entropie multiplizieren, kriegen wir raus, wie viele Bits wir brauchen, um mit dem Alphabet Informationen zu übertragen. Das heißt, wir brauchen ja irgendwo die Anzahl, die Einheit Bit auch her. Ja, und das passt gut dazu, dass der Entropie das auch als Maßeinheit hat. So, jetzt ist das hier vielleicht eine etwas weniger hübsche Rechnung. Wir können uns noch mal kurz angucken, was bedeutet eigentlich ein Logarithmus. Kurze Wiederholung aus der Mathematik. Wenn ihr das schon hattet, dann könnt ihr euch kurz langweilen. Also, wenn ich sowas habe wie ein Logarithmus duales von 8, dann heißt das im Endeffekt nichts anderes als 2 hoch, wie viel ergibt 8? Ich kann natürlich einen anderen Logarithmus haben, ne? Ich kann den normalen 10er-Logarithmus haben, dann ist es 10 hoch, wie viel ergibt 8? Das heißt, das Ergebnis meiner Logarithmusberechnung gibt mir den Wert, den ich hier oben habe, als Potenz. Und ich weiß in dem Fall, was das ist. 2 hoch wie viel gleich 8? Die Antwort darauf ist 2 hoch 3. Das heißt, der Logarithmus duales zur Basis 8 hat meinen Ergebniswert 3. So. Wenn jetzt in der Klausur etwas Entsprechendes vorkommen sollte mit Logarithmen, dann wird höchstwahrscheinlich entweder es einen Hinweis geben, wie ihr bestimmte, also wie ein bestimmter Logarithmus, welchen Ergebniswert der hat, wenn das irgendwas ganz Krudes ist, keine Ahnung, Logarithmus duales von 13.596 oder so. Irgendwas, wo man erstmal sagt, so, oh, okay, kann ich ausrechnen, muss das sein? Dann kann es sein, dass vielleicht eine Annäherung ist. Noch eher vor allem, wenn es der Logarithmus duales von 13.596,47 wäre. Dann wird es wahrscheinlich irgendwo einen Hinweis geben mit, wenn Sie diesen Wert haben, wird das ungefähr dem entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist, kann es aber sein, dass wir vielleicht mal auch einen Logarithmus haben, wo wir schätzen sollten. Wie funktioniert Schätzen? Also, ich kann zum Beispiel, wieder einfacheres Beispiel, Logarithmus duales von 6 ausrechnen sollen. Was würdet ihr da schätzen, ohne den Taschenrechner da das einzugeben? Na, irgendwer, der sich traut, eine Schätzung zu machen. Ja, okay, genau. Darauf wollte ich hinaus. Wahrscheinlich ist das irgendwas rund um 2,5. Warum gehen wir von 2,5 aus? Weil wir wissen, oder wir können uns vielleicht merken, 2 hoch 2, also Logarithmus duales von 4, wäre 2, weil 2 hoch 2 gleich 4 ist. Nächste Potenz 2 hoch 3 ist 8. Das heißt, Logarithmus duales von 8 ist 3, Logarithmus duales von 4 ist 2. Und wir schätzen jetzt mal, wenn das in der Mitte dazwischen liegt, dass es ungefähr in der Mitte ist. Das muss nicht ganz genau hinhauen, aber es ist der beste Anhaltspunkt, den wir haben. Das nur so als Tipp, wie man das da auch nochmal schätzen kann. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was in der Klausur kommt. Das ist irgendwie nächstes Jahr und ich weiß nie, was kommt, was die sich Tolles ausdenken, die TAMS-Mitarbeiter. Insofern haben wir das auch einmal geklärt. Okay, zurück zu unserer Codierung. Es ist jetzt schön, dass wir irgendwie uns den mittleren Informationsgehalt ausgerechnet haben. Aber ganz eigentlich wollen wir ja auch eine Codierung aufstellen.
Das brauchten wir hierfür noch nicht. Ne? Nochmal zur Erinnerung, Entropie, mittlerer Informationsgehalt ergibt sich nur aus den Symbolhäufigkeiten, ist unabhängig von der Codierung. Aber wir wollen jetzt auch eine Codierung machen. Mal gucken. Die Werte waren das. Wie funktioniert denn jetzt eine Codierung nach Fano? Wie komme ich da drauf? Weiß das wer? Ich habe eine Anzahl Symbole mit Wahrscheinlichkeiten. Was mache ich damit? Das ist jetzt so ein bisschen 50-50 Chance. Es geht um Wahrscheinlichkeiten, es geht um was zum Thema Aufteilen, aber das, was gerade im Chat genannt wurde, das brauchen wir gleich. Das wäre nämlich Huffman. Wir müssen im Endeffekt, genau, wir müssen uns Häufigkeiten anschauen und aufteilen. Aber bevor wir damit überhaupt anfangen, wir fangen erstmal an zu sortieren. Und deswegen meinte ich, es ist 50-50. Wir müssen bei Fano nach absteigender Wahrscheinlichkeit sortieren. Das heißt, wir fangen mit dem Größten an. Das ist die 0,6. Dann haben wir 0,25. Dann kommt die 0,1. Und die 0,05. So, das ist das Anordnen. Jetzt müssen wir gruppieren. Wie funktionierte das Gruppieren? Worauf muss ich da achten? Das ist eben in Zusammenhang mit Huffman jetzt auch schon ein bisschen mit angeklungen, aber genau, die Summe der Gruppen soll ungefähr gleich sein. Also, das heißt, ich nehme immer das, was ich gerade habe und teile es in zwei Gruppen von ungefähr gleicher Gesamtwahrscheinlichkeit. Also ich fange an. Vorne mein B mit 0,6. Ah, das ist schon, ne, 0,6 ist irgendwie jetzt auch sogar schon mehr als die Hälfte. Da kriege ich wohl nichts mehr rein. Das heißt, ich trenne hier schon, weil ich gesehen habe, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit für alles zusammen 1 ist. Dann habe ich meine D mit 0,25, A mit 0,1 und C mit 0,05. Und die Frage ist, wie geht es dann weiter? Den Schritt noch mal. Genau, also frei nach Dom-Manier und noch eine Runde. Oder vielleicht etwas mehr Enthusiasmus dabei. Und noch eine Runde. Wir wollen das Ganze noch mal machen. Erstmal weisen wir allerdings noch kurz schon mal Codewörter zu. Es gibt die 0 für die erste Gruppe. Es gibt die
1 für die zweite Gruppe. Und mit der ersten Gruppe sind wir fertig. Da ist nur ein Element, da brauchen wir nichts mehr machen. Das heißt, das bleibt. Bei der zweiten Gruppe wissen wir, da kommt noch was dazu. Also 1 und dann irgendwie weiteres. Wir fangen an. Wir haben 0,025, 0,1 und 0,05. Wo teilen wir das jetzt am besten? Genau, zwischen D und A und C. Das heißt, wir setzen die Teilung hier rein. Warum das Ganze? Auch hier gleiche Gesamtwahrscheinlichkeiten auf beiden Seiten. D 0,25 und auf der rechten Seite A und C haben 0,15. Das ist die beste Verteilung, die wir an der Stelle erzeugen können. Wir können dann hier auch wieder weitere Symbole setzen. Wir wissen, das hier wird schon nicht mehr unterteilt. Das heißt, es endet auf einer 0 von dem, was vorher kam. Hier haben wir noch zwei Symbole. Das heißt, es wird eine 1 dazu ergänzt und es kommt noch was Neues dazu. Und dann müssen wir einmal, jetzt vielleicht relativ simpel, so, ich sollte meine Mengenklammern auch schließen, relativ simpel A und C noch einmal aufteilen, bis wir alles aufgeteilt haben. So, nochmal eine Nachfrage zu dem Zusammenfassen. Wie gesagt, das sollen immer, also wir, wenn wir einmal sortiert haben, das Sortieren machen wir ganz am Anfang, dann dürfen wir die Sortierung nie wieder anfassen bei Farming. Ja, nie, nie, nie wieder. Nicht ändern. Nicht links, rechts irgendwas ändern. Die Sortierung bleibt. Einzige, was wir machen, ist, dass wir Gruppen bilden. Und diese Gruppen, die wir haben auf den Ebenen, die müssen immer möglichst gleich große Gesamtwahrscheinlichkeit haben. So, dann habe ich hier jetzt die 0,6. Wenn ich das nächste Element, ich kann als einziges, könnte ich D als nächstes dazu nehmen. Und dann komme ich auf der linken Seite auf 0,85 und auf der rechten auf 0,15. Das ist weniger gleiche Gesamtwahrscheinlichkeit, als wie jetzt mit 0,6 auf der linken Seite und 0,4 auf der rechten Seite. So, kurz das noch einmal zu Ende. Also endende 0 bei der linken Seite, endende 1 auf der rechten Seite. Und daraus kann ich dann meine Codewörter runterschreiben. Ich habe für das B, muss ich das einmal ablesen, B hat nur die 0 und das war halt nur auf der obersten Ebene. Dann kommt D. Was wäre D für ein Codewort? Ja, genau, D wäre 1, 0, denn wir haben aus der ersten Runde die führende 1 und aus der zweiten Runde kommt dann die 0. So, okay, wo kommen die 0 und 1 überhaupt her? Naja, gut, das ist aus der Definition der Zuordnung, dass wir halt der einen Gruppe die 0 zuordnen und der anderen Gruppe die 1. Und immer wenn wir kleiner weiter runtergehen, dann müssen wir das Ganze ja nochmal wieder neu machen. Na, sodass ich das dann weiter aufbaue. Also wenn ich jetzt nämlich dann noch weiter gucke, mein A wären dann halt genau 1, 1, 0. Das ist hier oben in der rechten Gruppe gewesen. Das heißt, erste Stelle eine 1. Dann ist das beim zweiten Mal auch in der rechten Gruppe gewesen. Also die zweite 1, jetzt sind wir schon bei 1, 1 und dann am Ende in der letzten Runde in der linken Gruppe 1, 1 und die 0. So, und ich habe auch schon gesehen, für C ist dann das Ergebnis 1, 1, 1.
Dieser Code erfüllt jetzt eine bestimmte Bedingung. Die ist sogar danach benannt, nach Fano, nämlich die Fano-Bedingung. Was genau ist denn die Fano-Bedingung? Wer kann mir das sagen? Okay, ja, genau. Kein Wort ist Präfix eines anderen. Was heißt das für uns? Das heißt, dass kein Wort der Anfang eines anderen Wortes ist. Also wenn ich die Null habe, und das ist ja tatsächlich relativ universell, nur die Null, dann darf kein anderes Wort mit einer Null anfangen, weil ich es sonst verwechseln könnte. Oder wenn ich ein Codewort 1-0 habe, dann darf kein anderes Codewort mit 1-0 anfangen. Das ist zum Glück ja auch alles, dass es funktioniert hat. Was ist die Idee dahinter? Naja, wenn ich euch irgendwie hier so, so eine Zeile von Codes hinhaue, dann und die Fano-Bedingung ist eingehalten bei den Ganzen und ich weiß, dass da sind die Codewörter, dann lässt sich immer, wenn wir den Start wissen, das ist wichtig, wir müssen wissen, wo ist der Start des Textes, dann lässt sich entschlüsseln, wo wir gerade sind, welche Codewörter wir haben. Ja, es sieht erstmal aus wie einfach nur so eine blöde Kette, aber ich kann hier gucken, 1, 1 gibt es noch nicht, 1, 1, 0, aha, dann ist hier wohl die Trennung. Dann das nächste, 1, 0, gibt es 1, 0, 0, nee, 1, 0, 0 gibt es nicht, 1, 0 gibt es nur. Zack, nächste Trennung. 0, 1, nee, 0, 1 gibt es nicht, 0 gibt es aber. 1, 1, ja, brauche ich noch ein dritte, 1, 1, 1. 1, 0, die 0 und 1, 1, 1. Ja, also dadurch ist die Eindeutigkeit gegeben, dass ich eben die Fano-Bedingung habe. So, dann. Wir haben jetzt unsere Codierung. Was wir mit der Codierung ausrechnen können, ist die mittlere Codewortlänge. So, die mittlere Codewortlänge. Jetzt müssen wir auch da überlegen, was bedeutete das? Welchen Wert brauche ich dafür? Und auch da gibt es wieder eine Formel. Die mittlere Codewortlänge meistens mit H0 bezeichnet. H0 berechnet sich aus der Summe von i gleich 1 bis n. Von der Wahrscheinlichkeit der einzelnen Stellen, die wir haben, der einzelnen Urwörter, mal in dem Fall, da kann man sich schon fast denken, jetzt brauchen wir natürlich, das heißt mittlere Codewortlänge, ja, also irgendwie, wir wollen halt eben die mittlere Codewortlänge ausrechnen, mal die Länge von den einzelnen Codewörtern. Also L von AI. Und wenn ich das Ganze habe, dann kann ich das einmal zusammenfassen. Ich habe von B 0,6 ist die Wahrscheinlichkeit, mal 1 ist die Länge, plus 0,25 mal 2 ist die Länge. Plus 0,01 mal 3 plus 0,05 mal 3. Ne? Also ich habe die einzelnen Wahrscheinlichkeiten hier, in dem Fall von der 6, die 0,1 und dann die 1 Anzahl der Stellen. Oder hier zum Beispiel die 0,5 von C, 0,05
mal bei C haben wir 3 Stellen insgesamt gebraucht. Und das Ganze sollte einen Wert von 1,55 Bits angeben. So, genau, die mittlere Codewortlänge sagt uns also, na gut, das sagt eigentlich der Wort schon selber, so ein bisschen die mittlere Codewortlänge aus. Hier müssen wir so ein bisschen, wollen wir halt eben Abschätzungen treffen, was bedeutet das, wenn wir unseren ganzen Code zusammennehmen und einen großen Text haben. Kleiner Tipp zum Aufpassen. Wenn ihr diese Aufgabe berechnet und ihr kriegt eine mittlere Codewortlänge in dem Fall raus von 3, ja, also angenommen, wir kriegen 3 raus als mittlere Codewortlänge, dann sollten die Alarmglocken schrillen, denn 3 ist schon das Maximum, was wir haben. Also dann ist es nicht mehr eine mittlere Codewortlänge, sondern dann ist es eine maximale Codewortlänge. Ja, also bei diesen ganzen Berechnungen immer darüber nachdenken, ergibt das eigentlich Sinn, was ich gerade berechne? Wenn ich hier die 1,55 habe, das kann gut sein. Ne? Das heißt, wenn ich mir das anschaue, ich habe 4 Codewörter. Ich habe B mit einem, D mit 2 und so. Das würde also heißen, dass ich sehr viel Codewörter wahrscheinlich nur mit einer Stelle habe. Und wenn ich gucke, dass B 0,6 die Wahrscheinlichkeit hat, dann ergibt es auch Sinn, dass das sehr stark vertreten ist. Gleichzeitig ist natürlich definitiv nicht 1, weil ich halt mehr Codewörter brauche für die anderen Symbole, die ich kodieren will. Gut. Jetzt gibt es natürlich noch etwas, das ich theoretisch sage. Ist ja schön, dass ich hier mir die Codewörter gemacht habe, aber was ist denn eigentlich mit irgendwelchen Codewörtern, die ich auch hätte nutzen können? Ja, also wenn ich 3-Bit auf 3-Bit-Breite gehe, dann hätte ich ja auch noch andere Codewörter nutzen können. Vielleicht hätte ich auch noch irgendwie einfach mehr haben können, anderes haben können. Mein Code wird nie optimal sein. Und deswegen gibt es noch den Begriff der Redundanz, der sich aus dem Wert H0 minus H errechnet, also der mittleren Codewortlänge minus dem Informationsgehalt. Und das wäre in dem Fall hier, was haben wir gesagt, 1,55 minus, jetzt müssen wir mal die Folie zurück. 1,49 hatten wir gesagt. Das heißt, in unserem Fall würden wir eine Redundanz von 0,0, oh Gott, aufrechnen ist schwer, 0,06 glaube ich kriegen. 0,06 ist ein extrem guter Wert. Also eigentlich heißt das, dass wir so gut wie keine Redundanz haben. Aber wenn ihr größere Codierungen habt, die deutlich länger sind, deutlich mehr Codewörter nutzen, dann wird die Redundanz auch irgendwie größer, weil wir, wie gesagt, dann zum Beispiel halt Codewörter irgendwie auch nicht benutzen. Ja, das ist dann ein bisschen was hinter, mit der Redundanz auch berechenbar ist. So, ich hoffe, das System nach Fano, okay, jetzt ist nochmal die Frage, was ist eine gute und eine schlechte Redundanz? Naja, der Wert, also gut zu sagen, ist relativ einfach natürlich, wenn ich so einen dichten Wert an der Null habe. Schlecht, beziehungsweise der Anfang von gut hängt davon ab, wie viel Symbole wir haben und wie viel Codewörter wir haben. Also wenn wir jetzt irgendwie natürlich, keine Ahnung, 30 Symbole haben mit entsprechenden Codewörtern und wir müssen mal ausrechnen und gucken, wie viel Bits wir brauchen, dann wird wahrscheinlich die Redundanz durch Verlust von Codewörtern einfach größer werden. Ja, der Verlust von Codewörtern kommt ja allein auch schon so ein bisschen mit rein, weil wir immer noch die Fano-Bedingungen haben. Und insofern ist jetzt nicht pauschal einfach sagbar, wann ist eine Redundanz schlecht. Grundsätzlich ist halt der Wert
oder wann ist ein schlechter Wert? Je größer der Unterschied ist zwischen H0 und H, desto schlechter ist die Redundanz und je kleiner es ist, desto besser ist die Redundanz. Ich weiß nicht, hat sich bestimmt irgendein Wissenschaftler auch mal Gedanken gemacht und schöne Tabellen aufgestellt für bestimmte Bitlängen, was wann eine gute ist. Aber das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. So, die Frage ist, danke, gut aufgepasst, richtig, zwischen 0,25 mal 2 und 0,01 mal 3 gehört ein Plus dahin. Dankeschön. So, und genau, im schlimmsten Fall wäre die Redundanz H0. Das war aber schon ein ziemlich extrem Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir jemals auf H0 kommen können. Das müsste ich in Ruhe drüber nachdenken. Aber das wäre auf jeden Fall nicht gut. Okay, Prinzip nach Fano, also verstanden, hoffe ich mal. Erstmal nach absteigender Wahrscheinlichkeit sortieren, also das Absteigen ist wichtig. Dann die Sortierung nie, nie, nie wieder anfassen. Immer schön die gleiche Sortierung lassen und dann machen wir Gruppen mit möglichst gleicher Gesamtwahrscheinlichkeit. Wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir wahrscheinlich entweder nicht die optimale Codierung raus mit möglichst wenig Codewörtern nach dem Ganzen oder vielleicht werden irgendwelche Bedingungen nicht erfüllt. Auf jeden Fall ist es dann alles nur keine Fano-Codierung. Gut, dann als zweites im Gegenstück gucken wir uns eine Codierung nach Huffman an. Also wir nehmen wieder die gleiche Wortlänge, die gleichen Symbole. Muss gerade mal gucken. Genau, nehmen wir das. Und ich habe es auch schon daneben geschrieben, Huffman-Baum wurde vorhin auch schon erwähnt. Bei der Codierung nach Huffman, da werden Bäume gebaut. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Wie müssen wir anfangen? Wer weiß, wie wir für eine Huffman-Codierung anfangen? Genau, in dem Fall aufsteigend sortieren. Das heißt, eben hatten wir absteigend sortiert. Jetzt müssen wir aufsteigend sortieren. Und wir haben so Symbole. Also. Das heißt, wir fangen mit dem kleinsten an. Das war ein C mit 0,05. Danach kommt das A mit 0,1. Dann kommt das D mit 0,25. Und zuletzt das B mit 0,6. Okay, ich habe nach Wahrscheinlichkeiten sortiert, aufsteigend. Was mache ich als nächstes? Die zwei kleinsten verbinden. Das war da schon gesagt. Das heißt, oder man kann auch sagen, zusammenfassen der Symbole mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit. Das heißt, C ist 0,05, A ist 0,1, insgesamt komme ich auf 0,15. Das fasse ich zusammen. Sollte nicht vergessen, dass ich mein C habe mit 0,05. Und auf der zweiten Seite als Blatt da dran A mit 0,1. Und was auch dazu gehört, ist, wir haben Bäume, wir haben Binärbäume. Binärbäume sind an den Ästen jeweils oder an den Zweigen jeweils mit 0 und 1 bezeichnet. Das sollte ich auch dazu schreiben.
Genau, kleiner Hinweis, manchmal, wenn ihr irgendwo was nachschaut, es gibt in unterschiedlicher Literatur das unterschiedlich in der Bezeichnung, mal ist links die Null, mal ist rechts die Null. Ja, wie gesagt, im Endeffekt macht das keinen Unterschied für den Baum, macht höchstens einen Unterschied für die Codierung, die rauskommt. Aber vom Sinn her, eine optimale Codierung zu finden, ist es trotzdem das Gleiche. So, und ich meine, dass RSB zurzeit die Null auf der linken Seite hat. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwo im Internet was nachschlagt, nicht wundern, falls meine 1 auf der linken Seite ist. Okay, ich habe zusammengefasst. Was mache ich dann? Oder irgendwas, was ich vielleicht tun müsste, könnte, was mir fehlt. Neu einsortieren. Genau, also tatsächlich ist es so, dass ich eben bei der Codierung nach Huffman die Reihenfolge potenziell auch ändern kann. Denn ich sortiere meine Zusammenfassung des Symbols mit den übrigen ein. Ich habe ja noch, was habe ich zusammengefasst? C und A, das heißt, ich habe noch D und B. Guck mal, D 0,25. Uff, Glück gehabt, ist größer. Ich hätte hier links auch keinen Platz mehr gehabt, also kann ich D mit 0,25 in der Reihe direkt daneben einsortieren. Und dann das B mit 0,6. Ne? Also das hier unten, die Blätter an dem Knoten 0,15 sind jetzt egal, weil dafür habe ich meinen Knoten. Die hängen da aber noch dran, dass ich sie nicht vergesse. Und meinen Knoten, den sortiere ich ein mit den übrigen Symbolen. Übrigens auch potenziell kann es auch sein, dass ich mehrere Knoten habe und Einzelsymbole auf einer Ebene. Ne? Dann muss ich auch da einfach das auf der Ebene sortieren. Ich glaube, das haben wir in dem Fall jetzt nicht. Sonst habe ich vorgegriffen. Gut, nächster Schritt. Wir haben neu einsortiert. Wie geht's weiter? Genau, wieder zusammenfassen. Ich nehme wieder die kleinsten Symbole, in dem Fall den Knoten, ja, weil der zählt ja als ein Symbol, und das D 0,15 und 0,25 macht einen Knoten von 0,4. Auf der linken Seite sehen wir den Knoten mit 0,15, an dem immer noch C und A hängen mit ihren Wahrscheinlichkeiten. Und den 2-Kodierung. Und auf der rechten Seite an der 0,4 hängt unser, was haben wir gesagt, D wie Dora, mit der Wahrscheinlichkeit 0,25. Und auch hier links die 0, rechts die 1 für die 2-Kodierung. Und natürlich müssen wir auch hier wieder neu einsortieren. 0,4 zusammen mit 0,6, okay, bleibt wieder links. Na, nur nochmal der Vollständigkeit halber, also wenn ich jetzt B mit 0,6 hier einsortiere, das ist das, was ich gleich mache. Wenn mein B jetzt den Wert, warum auch immer, 0,3 hätte, ja, also mit 0,3 würde ich das links von dem Symbol einsortieren und dann entsprechend gleich beim Zusammenfassen auch B auf der linken Seite an dem Knoten drüber hängen haben. Aber hier habe ich B mit 0,6, deswegen schnell wieder weg, das Richtige hinmachen, B auf der rechten Seite. Mit dem Wert 0,6. Und ihr ahnt es ja sicher schon, ich muss das gleiche nochmal machen. Ich muss das Ganze noch einmal zusammenfassen. Ich mache das mal hier rechts daneben. Ganz an der Spitze mein Wurzelknoten mit dem Wert 1. Auf der linken Seite die 0,4. Auf der rechten Seite das B.
Ihr merkt schon, bei Huffman-Bäumen malt man Bäume und Bäume und Bäume und digital geht das Ganze noch langsamer als von Hand. Tut euren Übungsgruppenleitern vielleicht trotzdem gefallen, macht es irgendwie mit einer sauberen Abgabe oder idealerweise einer digitalen Abgabe. Nichts ist schlimmer, als hingeklärte Huffman-Bäume korrigieren zu müssen. Warum hab. Sorry, ich habe das B irgendwie hier gerade. Das ist falsch. Das B darf natürlich nicht in einem Knotenpunkt sein von einem zusammengefassten. Das ist gerade im Falschen gemalt. Kleinen Moment, einmal wieder korrigieren. So, und ich habe zwischendurch irgendwie gekriegt, da war noch eine Frage, was wäre, wenn wir eine weitere Wahrscheinlichkeit mit 0,25 hätten? Ja, es kann sein, dass in einem Huffman-Baum oder bei den Symbolen, bei den Ausgangssymbolen und den Wahrscheinlichkeiten in einem Huffman-Baum die gleiche Wahrscheinlichkeit bei mehreren Symbolen auftaucht. Wenn die Frage so kommt, ja, dann ist das wieder in der Hausaufgabe drin, das sehe ich schon. Wenn die gleichen Symbole, die gleichen Wahrscheinlichkeiten da sind, dann dürft ihr euch entscheiden, welche ihr links und welche ihr rechts einsortiert. Das ist an sich auch erstmal egal. Und da wird halt die eine zuerst eingeordnet und dann erst die andere. Also wenn ich beispielsweise D und B, wenn die beide 0,25 die Wahrscheinlichkeit hätten, dann hätte ich das hier auch nicht gehabt. Und ich hätte, keine Ahnung, weil ich B vor D vielleicht cooler finde, das hier links drin gehabt. Dann würde an die Stelle hier unten dann mein B ranwandern und das D wäre noch über. Das führt dazu, dass an sich die Codierungslängen immer noch in der Regel gleich bleiben, sagen wir vorsichtig. Nur dass halt ein und dasselbe Symbol bei unterschiedlichen Bearbeitern, die die Codierung erstellt haben, unterschiedliches Codewort haben kann am Ende. Einfach nur, weil man halt der eine hat das eine links hingestellt und der andere hat das andere links hingestellt. Aber das Endergebnis ist trotzdem das gleiche. Also zumindest auf Codierungsebene betrachtet. Es macht auch keinen Unterschied von dem Zweck dahinter, weil der Zweck ist es eigentlich, dass die Symbole, die sehr häufig vorkommen, ein möglichst kurzes Codewort kriegen. So wie unser 0, nochmal zurück. Das gilt für Fano ja das gleiche. Hier unser B mit 0,6 Wahrscheinlichkeit. Das ist schon sinnvoll, wenn das über die Hälfte der Symbole stellt, dass das Codewort von der Länge 1 kriegt und nicht irgendwie Codewort von der Länge 3, weil dann ein Text, in dem wir das B kodieren, einfach viel, viel länger wäre als nötig. So, und wenn halt zwei Symbole die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, ja gut, dann muss man halt den sauren Apfel beißen. Wenn es zufällig unterschiedliche Codewortlängen dann für das eine und fürs andere gibt, dann ist das so. Was macht vom Ergebnis immer noch den optimalsten, kürzesten Code an Codewörtern? Muss gerade mal gucken, 0,4, achso, die 0,15, da war ich stehen geblieben. Mit C, mit A und mit 0,05 und 0,1. Und ihr ahnt es, ich will natürlich als nächstes gleich einmal die Codewörter von euch wissen. Könnt ihr ja schon mal nachdenken, während ich das hier noch zu Ende male. Wie lese ich die Codewörter ab in einem Huffman-Baum? Genau, ich gehe von oben nach unten durch, entlang meiner einzelnen Äste. Ich fange an mit der Wurzel. Das heißt, ich habe hier den Startknoten, da kann ich entweder links oder rechts lang gehen und dann entsprechend schauen, wie viel das Ganze wird. Fangen wir mal mit einem schweren Beispiel an.
Was ist denn B, das A? Was hat A denn dann für ein Codewort? Wenn ich da einmal von der Wurzel aus die Äste bis zum Blatt durchgehen muss. Genau, das ist die 001, denn ich gehe, da unten ist das A. Ich gehe hier links 0, nochmal links 0 und dann rechts bis die 1. Dann das B. Ist relativ einfach jetzt. Das ist die 1. Und auch die anderen kann ich dann einfach ablesen. C ist ganz links, dreimal die 0. Und D ist links und rechts, also 0, 1. So, auch hier stellen wir fest, unsere Kodierung erfüllt, obwohl es jetzt Huffman-Kodierung ist, erfüllt trotzdem die Fano-Bedingung. Also da nicht irritieren lassen von dem Namen Fano-Bedingung, einfach nur weil Herr Fano das Ganze gemacht hat. Auch die Huffman-Kodierung erfüllt die Fano-Bedingung. Kein Codewort ist Anfangswort eines anderen Codewortes. Und wenn wir nochmal zurückgucken hier, wir hatten 1 mit 1 mit 2 und 2 mit 3 Codewörtern. Und tatsächlich haben wir das hier auch. Also wir sehen, es ist im Endeffekt relativ ähnlich. Es kommen halt nur andere Codewörter dabei raus. Also Fano-Kodierung und Huffman-Kodierung, beides eben mit dem Zweck, dass es eine möglichst kurze, ja, möglichst optimale Codewörterverteilung dann eben gibt und das häufigste Symbol das kürzeste Codewort möglichst kriegen soll. Würde, weil wir das eben schon gemacht haben, jetzt das Thema Entropie, also nee, Entropie ist ja egal, das Entropie ist das gleiche hier. Wie gesagt, weil die Entropie hat ja nichts mit der Kodierung zu tun, die hat dann nur was mit den Wahrscheinlichkeiten zu tun. Wir könnten uns hier nochmal die mittlere Codewortlänge anschauen. Allerdings, wenn wir gucken, was hatten wir hier mit Zweien? Aha, auch hier war es das D. Also im Endeffekt, die Längen ist tatsächlich von allen Symbolen das gleiche. Das heißt, wir würden hier die gleiche mittlere Codewortlänge rauskriegen. Und dann die Frage, wenn wir die 0 und die 1 umgedreht hätten, dann hätten wir das gleiche gegebenenfalls rausbekommen. Das kann sein. 1, 0, 1, 1, 1. Ja, das würde in dem Fall so hinhauen, wenn wir die 0 und 1 umgedreht hätten. Aber darauf bitte nicht verlassen, denn wie gesagt, wenn wir zwei Symbole mit gleicher Wahrscheinlichkeit haben, dann kann es ja sein, dass wir die unterschiedlich zusammenordnen. Ich meine, da gibt es sicherlich dann auch Fälle, selbst wenn wir die annähernd ähnlich setzen, dass wir Unterschiede haben könnten. Übrigens, gleiche Wahrscheinlichkeiten. Es kann auch sein, dass wir, gehen wir nochmal zurück zu Fano. Hier haben wir ja quasi diese Links-Rechts-Verteilung. Nehmen wir mal. Wo ich malen kann. Angenommen, wir haben 0,4. 0,4. Wir haben 0, 1, 0,9 und ganz viele weitere, die alle ein. Ja, wobei ich brauche 0,45. Sorry, 0,45 auf der linken Seite. 0,9 und ganz viele andere Symbole auf der rechten, die auch Gesamt von 0,45 ergeben. Dann stellen wir uns natürlich hier die Frage, wohin packe ich denn die 0,1 an der Stelle? Ja, also das ist so ein Edge Case, dass ich jetzt für die annähernd gleiche Gesamtwahrscheinlichkeit die 0,1 entweder links oder rechts drauf packen könnte. Normaler Usus ist dann so ein bisschen das mit links drauf zu packen, weil dann halt links das Größere ist. Das ist dann so ein bisschen schöner. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Ne? Also es kann halt auch sein, dass wir relativ annähernd gleiche Wahrscheinlichkeiten haben und uns überlegen müssen, wo wir es draufpacken. Wie gesagt, ich würde es dann immer irgendwie eher nach links packen, weil es immer schöner ist, dann links auf das Größere zu haben.
Na, aber das ist meines Wissens nicht in der Berechnungsvorschrift drin. So, okay. Fano, Huffman. Dann in Aufgabe 6 hier geht es um einen Würfel, der geworfen wird. Das würde ich jetzt ein wenig überspringen, denn was die Aufgabe 6.4 eigentlich macht, ist, dass ihr überlegen sollt, wie sind die einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Und dann sind wir nämlich wieder bei dem hier, dass ich anfangen kann, wenn ich Wahrscheinlichkeiten habe, daraus mit Hilfe der Formel meine Entropie zu berechnen. Und das ist halt eben unterschiedlich, ob ich einen unpräparierten Würfel werfe oder einen Würfel, der präpariert ist. Ja, also bei 6.4 geht es halt einfach erstmal darum, was ist die Wahrscheinlichkeit für jedes Ereignis. Und dann schreibt ihr euch das genauso wie hier oben auf mit den einzelnen Symbolen und daraus die Entropie berechnen. So, und dann könnt ihr halt nochmal überlegen, wie kann dann halt bei, wie kann die Entropie sich da verändern. Genau, stattdessen würde ich jetzt dann nämlich weitergehen nochmal, dass wir auf den Hamming-Code gucken. Und zwar der Hamming-Code. Ist ein Code, der uns helfen können soll, Einzelbitfehler zu korrigieren. Also Einzelbitfehler, ne? Dass wirklich ein Bit irgendwie bei einer Übertragung gekippt ist und eine 0 statt einer 1 oder 1 statt einer 0 rausgekommen ist. Und es ist jetzt so, dass in 6.5 ein ja, uns das Verfahren eben auch nochmal angezeigt, nochmal gezeigt wird, was wir hier haben. Was wissen wir über den Hamming-Code? Es gibt hier bei 4 Informationsbits, das heißt die 4 Bits, die die eigentliche Information tragen, die wir übertragen wollen. Das ist D1 anstelle C3, also das Datenbit 1 anstelle 3 im Codewort. Das Datenbit 2 anstelle 5 im Codewort, das Datenbit 3 anstelle 6 im Codewort, das Datenbit 4 anstelle 7 im Codewort. Das sind erstmal unsere 4 Informationsbits. Die haben aber hier noch Prüfbits. Prüfbits ist P1, P2 und P3, jeweils anstelle C1, C2 und C4, also erster, zweiter und vierter Stelle im Codewort. So, soweit, so gut. Das heißt, wir haben immer 4 Datenbits. Wenn die übertragen werden, kommen 3 Prüfbits dazu und das Ganze hilft uns im Zweifel Einzelbitfehler zu erkennen und zu korrigieren. Jetzt gibt es eben noch dann dafür die Prüfgruppen. Das sind 3 Stück und die beinhalten aber immer nur Teile von den einzelnen Codewortstellen. Und da sind immer drin ein Prüfbit. Ne, das sind die hier. Und dann entsprechend ein paar Datenbits. Also Prüfgruppe 1 für das Prüfbit 1, da ist D1 drin, D2 drin und D4 drin. Und das Ganze äquivalent für die anderen. Heißt für uns also, wir können sagen, oder wir wissen dann, dass P1 berechnet wird aus D1, D2, D4. Und dann ist das Ganze, damit das funktioniert, so definiert, dass wir das Ganze mit einem. Ah, okay, schade. Ah, GIMP kann kein XOR. Das ist natürlich. Ach, wieder mal schön. Das ist eine XOR-Verknüpfung zwischen dem Ganzen. Egal, wenn das Ganze nicht will, dann
habe ich einfach Zor. So, dann müsst ihr damit leider einmal leben. Ich hätte gerne das schöne Symbol reingeknallt, aber das mag er irgendwie gerade nicht. Ne? Das ist der Kreis mit dem Plus. Genau. Wollen da Zeit sparen. Also, so, P2 entsprechend. Wir gucken von links nach rechts. Da ist die 1 drin. Da ist dann D3 drin. Und da ist D4 drin. Und P3, das letzte noch. Da haben wir D2, D3 und D4. Okay. Daraus werden also die Prüfbits gebildet. Das heißt, wieder nochmal, wenn ich 4 Datenbits übertragen will, dann gucke ich durch für jedes Datenbit, also beispielsweise Datenbit 1. Nee, also für jedes Prüfbits. Für Prüfbits 1 gucke ich dann halt eben, was steht an Datenbit 1, 2 und 4. Und wenn dann ne, XOR 0 und 0 ergibt 0, 1 und 1 ergibt 0, 1 und 0 ergibt 1 und 0 und 1 ergibt 1. Also im Endeffekt ist es so, wenn hier vorne das Prüfbit eine 1 kriegt, dann haben wir eine ungerade Anzahl an Einsen in den Datenbits. Und wenn das hier vorne 0 kriegt, haben wir eine gerade Anzahl an Einsen in den Datenbits. Oder alles 0, das kann auch sein. Ja, das heißt, in der Regel gleicht das Ganze aus. Und deswegen ist, wenn das alles zusammengenommen werden würde, also ich quasi hier statt dem Gleich auch nochmal ein XOR reinsetze, dann kommt in der Regel eine 0 raus. Weil dann sollte es immer ausgeglichen sein. Das Prüfbit sorgt quasi dafür, dass die Einsen und Nullen, also dass wir immer eine gerade Anzahl Einsen haben, wenn wir Einsen haben. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns einmal mal auf die Codeworte des Wortes. Hat einer eine Vorstellung, wie wir, weil wir sollen ja in dem Fall die gültigen Codeworte des Wortes bilden, wie wir das machen würden? Was bedeutet das in der Aufgabe, dass es heißt, bilden Sie alle gültigen Codeworte des Wortes? Irgendeine Idee? Ich höre den Begriff Matrix. Also nicht zu schwer denken. Es ist richtig simpel. Vielleicht zu simpel. Ah, ich glaube, es ist zu simpel für euch. Okay. Im Endeffekt ist das so, dass wir wollen ja Datenbits übertragen. Und wenn wir uns das angucken, gibt es verschiedene Möglichkeiten, was für Daten hinter den Datenbits stehen. Und ich kann ja, ne, im einfachsten Fall ist mein Datenbit, Entschuldigung, ich habe da getappt, ich muss hier aber einmal Leerzeichen nehmen. Im einfachsten Fall sind alle meine Datenbits, die ich übertragen will, 0. Im nächstmöglichen Fall sind fast alle Datenbits 0, nämlich D1, D2, D3, aber D4 ist 1. So, was könnte das nächste Codewort sein, was man jetzt logischerweise anschließen würde? Genau, 0010, weil was machen wir eigentlich gerade? Was jemand erkannt, was wir hier gerade tun? Genau, wir zählen eigentlich nur binär hoch und das auf den Datenbits. Das ist das, was wir nämlich hier als erstes tun müssen.
So, jetzt habe ich so ein bisschen frecherweise die Prüfbits ausgelassen. Warum? Naja, weil die sich aus den Datenbits berechnen. Also die Datenbits zähle ich hoch. Und da kommen natürlich noch viel mehr. Das könnt ihr dann zu Hause machen, wie viel das sind. Wie gesagt, nur die Datenbits hochzählen, nicht die Prüfbits. Und die Prüfbits, die muss ich dann jetzt halt berechnen. Und wenn ich mir das angucke, P1 berechnet sich aus D1 XOR D2 XOR D4. Was bedeutet das hier für meine erste Zeile? Was muss ich jetzt bei P1 hinschreiben? Genau, da schreibe ich eine 0. Ganz einfach, weil 0 XOR 0 XOR 0 ist 0. Da gibt es keine Einsen irgendwie auszugleichen. Das ist einfach so. Ich spare euch jetzt mal für P2 und P3 das, weil hier haben wir das Gleiche. Hier ist es also deswegen total langweilig an der Stelle. Gucken wir uns die zweite Zeile an. Also, ich habe P1 wieder. Was wäre mein P1 an dieser Stelle? Okay, genau, das wäre 1, weil ich hier D1, D2 ist 0, aber D4 ist 1, also 0 XOR 0 XOR 1 habe. Das heißt, ich habe eine ungerade Anzahl Einsen und mein Prüfbit hier vorne muss die Anzahl an Einsen ausgleichen. Was ist mit P2 an der Stelle? Ja, da ist das Gleiche, genau. Also im Endeffekt sind hier alle Prüfbits 1 richtig erkannt, weil alle von D4 das Prüfbit ausgleichen müssen. Okay, das dritte ist relativ äquivalent, das ist dann nur andersrum. Nehmen wir mal das vierte, gucken uns das an. Was sagt ihr hier? D1, D2 und D4 betrachtet für P1. Okay, genau, das ist eine 1, weil wir 1 und 2 ist 0, 4 ist eine 1. Wie sieht das mit P2 aus? Das ist 0, genau, denn in dem Fall sind die beiden hinteren Einsen mit drin. P2 berechnet sich aus D1, D3, D4. Ich habe schon eine gerade Anzahl Einsen, muss also nicht ausgleichen. Das heißt, ich setze die 0. Und das gleiche gilt dann auch nochmal für P3. Auch hier wird dann hier die 0 eingesetzt. Genau, so, das, was hatte ich eben übersprungen? Das müsste 0 sein. Das müsste 1 sein. Nur einfach, dass die Zeile hübscher aussieht. Das müsste eigentlich auch eine 1 sein. So, damit hätten wir die ersten vier Codewörter. Wie gesagt, es gibt ja noch viel, viel mehr, weil wir müssen ja einmal die Datenbits bis zum Ende durchzählen und dann entsprechend die Prüfbits dazu setzen. Wir hätten damit vier einzelne Codewörter. Jede Zeile ist ein Codewort in dem Gang. Mit eben sieben Codewortstellen. Genau, wenn wir jetzt irgendwie uns nochmal hätten fragen wollen, wie komme ich jetzt darauf, dass mit Codewort genau so was Siebenstelliges gemeint ist, dann achten wir nochmal darauf, dass zum einen eben steht, bilden ein Codewort C1, Punkt, 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 C7 im Text und dann eben Codewortstelle C1 bis C7 hier aufgeführt ist. Das gibt uns eben den Hinweis, dass ein Codewort damit jeweils gemeint ist, was dieses siebenstellige Bitmuster dann auch ist. Okay, das ist ja alles schön. Das sind die gültigen und richtigen Codewörter. Das ist halt das, wenn alles richtig ist.
Jetzt gibt es aber den Punkt, dass ich ja vorhin sagte, wir können damit einen Bitfehler prüfen und korrigieren. Wie sieht das Ganze nun aus? Wir haben für die Prüfung des Ganzen mal ein bisschen Platz, ne? Nicht, dass irgendjemand da denkt, das ist noch die Tabelle. Also, für die Prüfung des Ganzen gibt es die Möglichkeit, xi zu berechnen, von xa bis xc. Also, wir haben xa. Kleines x. Xa wird berechnet aus C1 XOR C3 XOR C5 XOR C7. Und es gibt XB. Da haben wir C3, 2, C3, C6 und C7 hinter. So, C4, XOR, C5, XOR, C6, XOR, C7. Ja, das XC. Erstmal schön, dass wir das so wissen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was steckt da eigentlich hinter, wenn wir uns das Ganze angucken. Also, wenn ich mir XA angucke, dann heißt das, hier ist das eine XOR-Verknüpfung von C1, C3, C5 und C7. Das sind C1, C3, C5, C7. Oh, da fällt uns vielleicht was auf. C1, C3, C5, C7. Das sind ja genau die gleichen hier wie in der Prüfgruppe 1. Das heißt, unser Prüfbit berechnet sich daraus, was wir hier schon haben mit unseren, also aus den gleichen Werten, die wir fürs Prüfbit benutzen, aber nochmal mit einer XOR-Verknüpfung für das Prüfbit. Das gleiche gilt dann auch für XB. Das ist dann Prüfgruppe 2, eine XOR-Verknüpfung von den Sternchen. Also auch hier die drei Datenbits plus Prüfbit und das für XC für Prüfgruppe 3. Okay, das so vielleicht einmal, dass man da so ein bisschen besser im Blick hat, was das eigentlich ist. Und ich sagte ja schon, unsere Prüfbits dienen halt dazu, dass wir ausgleichen. Das heißt, am Endeffekt muss am Ende immer eine Null rauskommen, wenn wir das auch noch XORen würden mit dem Ganzen. Das heißt, wenn alles korrekt ist, ja, dann kommt auch Null raus. Dann sind alle XA Null in der Berechnung. Wenn es nicht korrekt ist, oder so wie ich gerade, gehen wir mal ein Beispiel durch. Ja, können wir mal ein Beispiel machen. Nehmen wir mal hier die vierte Zeile. Okay. Okay, vierte Zeile. Wir gucken uns an, das XA. C1, C3, C5, C7. Na, wir haben C1 ist 1, C3 ist 0,
C5 ist 0 und C7 ist 1. Das heißt 1, 0, 0 und 1 haben wir, kommt 0 raus. Perfekt. XB. XB hat welche Werte da drin, wenn wir uns das angucken? Also ich habe mal die Bits dazu geschrieben, dass ihr das noch so im Überblick habt, wo das herkommt. Also XB, C2 hat den Wert 0, C3 hat den Wert 0, C6 und C7 haben den Wert 1. Das heißt 0, 0, 1 und 1 wird alles XORed. Da kommt auch wieder 0 raus. Und schlussendlich XC. Wir gucken uns das an. XC war 0, 0, 1, 1, ne? C4, C5, C6, C7. Da kommt, wie es sein soll, bei korrekter Übertragung auch eine 0 raus. Okay, jetzt kann es aber sein, dass wir was anderes empfangen haben. Und zwar empfangen wir stattdessen das 0000011. Trenne das mal so ein bisschen kurz. Wir haben zwei Prüfbits, ein Datenbit, ein Prüfbit, drei Datenbits. So war die Reihenfolge. Okay, wir haben das empfangen. Wir machen das gleiche nochmal. Wir berechnen uns das mit XA. Was wäre XA an dieser Stelle? Welchen Wert komme ich da raus? Welche Einzelwerte habe ich da jetzt drin? Also auch hier wieder entsprechend der Vorschrift vorgehen. Ja, genau. Es ist der erste, das C1. Es ist C3, der dritte. Das sind beides Nullen. Dann kommt C5. Das ist der hier. Das ist auch eine Null. Und dann habe ich noch C7, das letzte. Das ist eine 1. Das heißt, für XA berechne ich 0 vor 0 vor 0 vor 1. Das hat jetzt welchen Wert? Welches Ergebnis? Genau, das hat den Wert 1. Die XOR-Kette kann noch so lang sein, wenn das hier alles so einfache XORs sind. Einfach die Anzahl Einsen zählen und gucken, ob es eine ungerade oder gerade Anzahl ist. Insgesamt ist das hier eine ungerade Anzahl Einsen, nämlich eine. Dann kommt am Ende eine 1 raus. Das Gleiche können wir auch, noch ein bisschen Platz, machen wir dann auch mit B. Und da schon mal überlegen, was bei B rauskommt. Was sind jetzt meine Werte für XB, wenn ich das anwende auf das, was ich empfangen habe? Ja,
Genau, also ich brauche den zweiten, den dritten, den sechsten und den siebten Wert. Das heißt, der zweite und der dritte sind 0, der sechste ist 1 und der siebte ist 1. Also ist das 0 zur 0 zur 1 zur 1. Das ist eine gerade Anzahl Einsen, habt ihr schon richtig gesagt, da kommt eine 0 raus. Und schließlich noch xc. Okay, genau, einfach dasselbe. Auch hier, wir haben C4, C5, also im Ergebnis dasselbe, es sind unterschiedliche Werte, Achtung. C4, C5, C6 und C7 brauchen wir dafür. Das sind die letzten vier Bits. Das ist 0, 0 und 1, 1, also 0 zur 0 zur 1 zur 1. Gleicher an. Die Anzahl Einsen ist ausgeglichen. Das heißt, mein Ergebnis ist 0. Okay. Ja, jetzt haben wir das Ganze ausgerechnet. Und was fangen wir nun damit an? Ah, binär kodiert ist das die fehlerhafte Position. Wie genau hilft uns das weiter hier? Okay. Wir wissen, dass wir einen Fehler bei, ja, bei Codewortstelle 1 haben. Genau, das ist es halt eben, dass der Fehler bei P1 liegt. Das sagt uns eben, wenn wir das von unten nach oben, sorry, unten in der Zunge, wenn wir das von unten nach oben ablesen. Könnt jetzt auch sagen, XCBA. Das bitte nur so als Merken, das ist jetzt nichts Offizielles, der Begriff. So, aber so ist quasi zum Ablesen. 001, das sagt uns, dass wir an der ersten Stelle einen Fehler haben. Erste Stelle ist C1. C1 muss gekippt werden. Und das heißt, statt diesem Wert hier müssen wir auf den Wert, den Folgewert hier kommen, mit der 1 am Anfang. Und da wir eben gerade das schon ausgerechnet hatten mit dem Codewort 4, uns einmal das angeguckt hatten für die vierte Zeile, sehen wir auch, das ist dann auch wieder ein gültiges Codewort. Also wir mussten hier an der Stelle nicht mal wissen, welches Codewort ist, ne? Das ist ja hier nirgendwo vorgekommen in dem Ganzen, in der Berechnung. Wir haben nur die Berechnung mit den Prüfgruppen. Wir müssen nicht wissen, aus welcher Zeile kommt das Codewort. Wir wissen direkt aus dem Ablesen der Berechnung hier, an welcher Stelle ist der Fehler des Ganzen. Das gilt natürlich nur für einen Einbit-Fehler, weil ein Einbit, also
dadurch, dass wir so viel XOR haben und diese Prüfbits immer für Ausgeglichenheit sorgen, ja, ist es halt dann, wenn irgendwo ein Fehler ist, dann ist die Ausgeglichenheit halt um einen daneben und ist dann halt gerade nicht mehr ausgeglichen. Wenn wir aber einen zweiten Fehler hätten an der falschen Stelle, dann haben wir halt zweimal nicht ausgeglichen und aus nicht ausgeglichen und nicht ausgeglichen wird wieder ausgeglichen. Das wäre halt doof. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, also insofern haben wir nur die Möglichkeit, mit Ein-Bit-Fehlern das hier zu lokalisieren und zu korrigieren. Okay, das sollte dann alles sein. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Viel Erfolg bei allem anderen, was ihr an der Uni oder sonst macht. Und wie immer, entweder bis nächste Woche oder bis sonst irgendwann mal. Schönen Abend noch.